weil die hier nicht durchdrücken. Aber genau, ja. Weil so wollen wir jetzt nicht durchdrücken. Ja. Was ist denn hier zu tun? Ja, Christopher Moll, Leiter Führungsgruppe vom Polizeirevier Vilsburg. Ich wurde gegen 17.05 Uhr darüber verständigt, dass auf der B35 zwischen den Abfahrten Reinsheim und Huttenheim sich ein Frontalzusammenstoß ereignet hat. Vor Ort konnte dann Folgendes festgestellt werden. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin setzte zum Überholen an von Germersheim in Fahrtrichtung Huttenheim und stieß hierbei aus bislang nicht bekannten Gründen frontal mit einem LKW 7,5 Tonnen zusammen. Die 42-jährige Fahrzeugführerin wurde hierbei schwerst verletzt. Ihre beiden Kinder im Alter von 7 und 8 Jahren schwer verletzt. Der LKW-Fahrer leicht verletzt nach momentanem Stand und nach Aussage des DRKs. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Weiterhin ca. 45 Kräfte der Gesamtfeuerwehr Vilsburg unter dem Kommandanten Rudolf Reiß. 20 Personen des DRK, 2 Notärzte und wie bereits erwähnt der Rettungshubschrauber. Weiterhin zwecks umfangreicher Verkehrsmaßnahmen 7 Funkstreifenwagen des Reviers Vilsburg und der umliegenden Reviere. Wir versuchen momentan großräumig umzuleiten, da die B35 durch Rettungskräfte und dergleichen voll gesperrt ist. Der Hubschrauber landete auf der B35, daher ist momentan ein Durchkommen nicht möglich. Wir haben versucht, den Verkehr aus der B35 nach der Unfallstelle herauszunehmen, was es auch bis auf die LKWs über 7,5 Tonnen gelungen ist. Momentan erfolgen großräumige Umleitungsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeikräfte. Ja gut, wir haben in der letzten Zeit öfters Verkehrsunfälle, wobei hier man sich die Frage stellen muss, warum kam es zu diesem folgenschweren Unfall? Aber man wird es nicht ausschließen können, dass immer wieder solche Frontalzusammenstöße sich ereignen. Wir befinden uns hier auf der B35 zwischen Vilsburg und Reinsheim. Die Feuerwehr Vilsburg wurde heute Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen alarmiert. Bei unserem Eintreffen fand sich im Fahrzeug, im PKW, noch die Fahrerin. Sie war ansprechbar und wurde von Ersthelfern betreut. Die beiden Kinder wurden bereits von Ersthelfern aus dem Fahrzeug gerettet und wurden ebenfalls betreut. Die Fahrerin wurde dann nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst über die Fahrertür gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Glas und Eis hat sich immer sehr belastend. Hier hatten wir den Vorteil, dass bereits auf dem zweiten Fahrzeug zwei Notfallseelsorger dabei waren, da wir bereits in der Erstphase Ersthelfer hatten, die zum Teil auch mit den Verunfallten verwandt waren. Somit konnten diese gleich professionell betreut und versorgt werden. Natürlich wird dieser Einsatz auch im Nachgang noch innerhalb der Feuerwehr aufbereitet, mit Gesprächen und gegebenenfalls weiterführenden Angeboten.